Willkommen zurück zu The Winter Origin, dem Spiel im ewigen Eis, wo wir gerade mit einem Eiselementar reden. Und zwar den guten Anziger, den haben wir gerade aus dem Knast befreit und eine Knastfläche platt gemacht. Der gute Mann hat uns was zu sagen. Und zwar: Hey, ich fühle mich wie ein Schneeglöckchen am ersten Frühlingstag. Erzählt, oh Freund, sehe ich so schön aus wie eine Winterblume? Moment, bevor ihr antwortet, solltet ihr euch wohl bedanken. Ihr hattet Glück, dass ich eure Haut vor diesen grässlichen Schneemännern gerettet habe. Was? Er hat übrigens Zeug im Angebot: ein poliertes Kupferamulett des Feuers. Das einfach mal genau das gleiche. Ne, warte mal, ich habe ein altes Kupferamulett des Feuers. Was kann das hier besser? Das hat mehr Feuerresistenz. Ach. Will ich das haben? Er hat Lederstiefel mit. Oh, Immunität gegen Verkrüppeln. Das ist ja nice. Schneestiefel. Was hat er noch im Angebot? Ein bisschen Lederbrigade. Warte mal. Ein Moment. Soll ich in letzter Zeit mal mit Madora reden? Ja, lies doch vor. Gib ihm. Sieh an, Kamerad. Ihr seid gegen diese kläffenden Hagebrücken ja wirklich zur Geltung gekommen. Redender Schnee. So einen ekeligen Zaubertrick habe ich ja noch nie gesehen. Nur weil diese Elementarwesen uns fremd sind, sind sie nicht weniger real als ihr oder ich. Jedem Wesen, das den Schutz der Wolken zum Überleben braucht, versetzt man besser den Ladenschluss. Ich nehme Nummer 1. Das sieht nicht anders. Nur gut, ich schätze, ihr habt mich eiskalt erwischt. Ich wusste noch nie besonders gut, wie man mit merkwürdigen Menschen umgeht. Bis jetzt klappt es für mich immer zu denken, es wäre ein Trick der Quelle und ich müsste dementsprechend mich handeln. Bläh. Aber die Zeiten ändern sich, nicht wahr, Kamerad? Die alte Madora muss ihren Welthorizont wohl um so einiges erweitern, wohl auch um lächerlich daher schwarzen Eiscreme. Da hat sie recht. Ich habe übrigens Schuhe für dich, oder von Madora, weiß ich nicht. Wie ich hörte, wart ihr die Ursache für einen großen Krieg in Hibberheim. Oh, dieser kleine Tumult, ich habe das nie so ernst genommen. So viel Rauch bei so einem klitzekleinen Feuer. Was hat sich König Skaldin darüber gedacht, so viel Lärm meinen kleinen Ring zu machen? Wo wir gerade von ihm sprechen, ist er noch wütend? Was wisst ihr über die Schatzkammer des Königs? Oh, nun, alles. Ihr werdet dort dutzende Kisten voller goldenen Relikte finden, aber der wahre Schatz ist ja vor unwürdigen Augen versteckt. Wenn der Winterring wieder dorthin gelegt wird, wo ich ihn her habe, dann kann ich euch genau sagen, wo er ist. Das soll dem Schneeflocken eine Lehre sein. Du brauchst einen von König Skaldis Talisman. Jeder von der Königsbrigade erhielt nur einmal einen. Doch wurden sie zerstört nach meiner Eskapade. Alle bis auf eines, denn sonst könnte man den Ring nicht erreichen. Ich weiß zwar nicht, wo dieser Talisman versteckt ist, aber ihre neugierigen Typen könnt das sicherlich herausfinden. Ah ja. Sobald ihr ihn habt, solltet ihr euch nah an euren Herztrank nach der Schatzkammer suchen. Stellt euch mit stolz geschwellter Brust genau in die Mitte, wo ihr Berge aus Gold sehen könnt, die sich unter euren Füßen ausbreiten. Habt Geduld und schon bald werdet ihr den Ring in den Fingern haben. Erzählt mir von Hibberheim. Tja, ich muss wohl zugeben, dass es hier etwas stürmischer geworden ist als früher. Aber es scheint auch wesentlich weniger blutige Schlachtfelder dagegen zu geben. Das ist was Gutes, nehme ich an. Wenn ich so darüber nachdenke, dann fühlt sich das alles hier irgendwie komisch an. Ich fühle mich, als könnte ich den dicken Schädel eines Feuerelementars einschlagen und seine Frau und seine Kinder schauen dabei zu. Ist das normal? Ich bin da mal weg. Wenn ihr zufrieden seid, verschwindet ihr ich hier schnellstens. Ich kann jetzt wirklich nicht noch einen fetten Schneemann auf meiner Spur gebrauchen. Dann ist das hier wohl unser Abschied. Danke, dass ihr mich aus diesem Eisblock herausgeholt habt. Ich bin wohl in eurer Schuld, aber ich möchte euch nicht noch einmal begegnen. Tschüss. Und der haut davon. Okay. So, wie gesagt, ich schicke dir mal lustige Schuhe, die ich hier gerade für all den Ramsch, den ich im Inventar habe. Ach nee, was sind das überhaupt Schuhe? Doch, ja, das sind Schuhe. Ich schicke die dir mal. Du, da drüben ist ja noch eine Kiste und du bist ja unsere Aufmacherfrau. Ja, und da drin ist eine antike Robe. Weiß. Die Schuhe sind gut. Ja, wie gesagt, ich habe gerade. Die haben 9000 irgendwas gekostet. Wie hast du so viel Geld? Ich hatte Gegenstände, also Vollplattenrüstung, so ein Scheiß, die insgesamt irgendwie 8100 wert waren, die Rest habe ich ausgeglichen. Alter. Ja, jetzt bin ich meinen ganzen Ramsch los, ist mein Inventar wieder leer. Also, nee, ich habe noch eine Vollplattenrüstung, scheiße. Ich kann's vergessen. Eine habe ich noch. Ich muss auch mal wieder was verkaufen, ich habe hab fast gar keinen Platz mehr im Inventar. Ach, er lebt ja. Gut, hatte er Gold dabei, hier, Axix? Nicht mehr, also er hatte 500 oder so. Das war übrigens was der Elementar nicht bei hatte, Gold. Meh. Oh. Ja, ich renne natürlich genau rein, Alter. Ja, das macht 2 Schaden. Ja, gut. Na gut, dass du schon mal vorgelaufen bist, dann muss ich das nicht machen. Ich quicksave mal, wir haben gerade so viel erreicht. Warte, ganz kurz, kann ich ganz kurz die Aufnahme sprengen? Die Frau steht gerade vor mir und versucht mir was aufzuschreiben, was ich aber nicht entziffern kann. Was steht da, Schatz? Dann mute ich doch einfach und kurz sprech mit ihr. Oh, das ist eine gute Idee, ich mute mich. Rede einfach, aber das fällt ihr ja eh nicht schwer. Sekunde. Oh ja. Also, wir sehen hier jede Menge Marklosen und ich sehe ein großes Problem voraus, weil das so viele sind. Sie redet nicht mit mir. Sie schreibt es einfach nochmal auf. Okay, Marklose, habe ich mitbekommen.
Ja, viele. Also ich würde gerne irgendwie das taktisch angehen und vorher Viecher beschwören und danach den Typen erstmal ein Feuerball ins Gesicht hauen oder sowas. Das sind 7, ne? Ja, es sind richtig viele. Also ich hätte da gerne wie ein bisschen Vorbereitung. Da hinten liegt eine... Oh, guck mal, scroll mal nach links. Da ist so eine Wachstatue, die nicht mehr ganz funktioniert. Alarm, da. Wie sie flackert, richtig geil. Ja. Grün, rot, blau. Sehr nice. So, warte mal, am besten gleichzeitig dann rein beschwören, ne? Na, die reden auf jeden Fall nicht mit uns, weil die sind jetzt schon rot, also. Nehme ich mal stark an, also warte mal. 3, 2, weiter sollten wir nicht. 3, 2, 1. Los. Was? Ach, 2 Wölfe sind doch dabei, na gut, dann können wir. Dann bin ich dran. Nach dem Wölfen, na gut, das ist in Ordnung. Das heißt, ich könnte mit einem Feuerball 4 oder 5 Mann gleichzeitig erwischen, das ist ganz nett. Hast du gerade noch gezaubert? Ach, das. Oh, das ist natürlich jetzt mega cool, dass du jetzt so ein komisches Gift auf dem Boden hast. Weil ich, ja, hoffe, die Freunde hinten sind in Feuerballreichweite, weil den kriegen nämlich gleich volles mit ins Gesicht. Warum haben die eigentlich diese Wölfe her? Das sind Wolfsbeschwörer. Marvin the Paranoid Android habe ich übrigens als mein Vieh des Tages gekriegt. Okay. Ja, gut. Ich kann gut, der. Renn mal mit deiner Spinne ein bisschen nach rechts und damit die nicht so im Feuerball steht. Also den Typen da, der. Ach. Wir sollten vielleicht deiner. Wie ist das möglich? Nee. Wir sollten vielleicht deiner Spinne auch mal diese lustigen Schneestiefel anziehen. Das sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus. Ja, also da müssen wir auch noch drei Paar finden. Sonst wird das nichts. So, ich habe meinen Teil getan, jetzt bist du dran. Viel Spaß. Alrighty. Der Feuerball hat auf jeden Fall, guck mal, die Marklosen Priester, die sehen schon nicht mehr gut aus, die Freunde. Die haben ordentlich was gefressen. Mein Feuerelement war noch nicht mal dran. Das übrigens wieder. Das übrigens wieder voll geheilt ist. Ach komm schon. Reicht wieder nicht. So, hallo Feuerelementar, wer ist denn hier low? Der Wolfsmeister, alles klar. Bam! Was, außer Reichweite? Hä? Ja, ich weiß nicht. Ich stehe doch vor dir, oder nicht? Steht trotzdem außer Reichweite. Ich hab's einfach losgeprügelt. Naja. Paranoid Android. Nein, nicht mit Eis! Was soll denn das? Ist alles gut. Ja, aber trotzdem... Ist doch alles gut, machen sich keine Gedanken. Sollen das dann mit Eis raufzuzaubern? Ich finde das nicht akzeptabel. Wie schlimm ist das, die heilen? Naja, nur nicht selber. Der Typ ist gern einer der ersten, die dauern. 3 Mann sind schon kurz vorm Ende. Was hat er denn? Ach, jetzt hat er eine Steinarmor gekriegt. Ugh. Oh, das kennen wir schon. Ui. Ich habe jetzt gerade den Drang, da nochmal Feuerball reinzuhauen. Ja, aber gut, das steht mal. Ich glaube, Madora sollten wir irgendwie mal um was geben, dass sie 100% Feuerresistenz hat. Die steht da irgendwie mal ganz schön doll drin in den Feuermagie. Wir könnten so ein. Was ist ein guter Katalysator für Feuer? Eigentlich, nee, gar nichts. Na, Gift? Also zumindest. Ja, Gift, klar, aber wir können ja keine Giftrüstung oder sowas geben. Ah, eine Giftwaffe. Na gut, naja, das bringt auch nichts. Na, ich glaube, Feuerimmunität wäre schon das Beste, weil ihre Fähigkeiten machen ja auch immer alle Feuer. Nehmen wir tatsächlich, dass unsere Gruppe jetzt gerade im Feuer steht und mir dessen warm ist, was eigentlich ganz praktisch ist. Weil das Feuer macht irgendwie 3 Schaden. Du bist schon wieder dran. Pieks. Ja, ja, Top Plan, Wolf! So, das kann ich dir nicht anvisieren, was am besten gleich umkippt. Ein Frostweber. Krieg ich den Tod? Ja, außer Reichweite. Warte mal, ich muss mal kurz hier Tactic View anmachen. Ja, der Meisterschütze, der steht wahrscheinlich eh nicht mehr auf, bevor er umkippt. Huch, da können wir ja sogar stufenlos drehen. Man kann stufenlos drehen, wie meinst du das? Das in der Tactical View. Da kannst du wirklich die ganze Zeit, also um die 100 kompletten Grad drehen. Ach so? Sieht zu weit entfernt. Ach! Hier hinter ist übrigens eine Truhe. Hinter dieser Mauer von den Typen. Ach so? Also links davon. Ist das ein Eingang oder was? Ja, ist ein Eingang, eine Tür. Interessant. Was? Sein Hippopotamus ist purple? Das ist ja schön für ihn. Oh, mein Feuerball kommt leider nicht ganz so weit, wie ich mir das vorstellen, wie ich das gerne gehabt hätte. Ja, aber trotzdem okay. Ja, ist aber mein Feuerelement hat sich dafür nicht geheilt. Das finde ich jetzt gerade sehr schade. Das ist egal. Ich hätte das gerne geheilt gehabt, na gut, was soll's. Dann hauen wir was mal über Dora kaputt.
aus Gnatz oder so. Oh. Bang. Gut, hast du es im Badon. Ja, das war in Ordnung. Ich denke, das können wir so. Hä? Was ist jetzt mit meinem Feuerelementar? Ach, der ist niedergeschlagen. Na gut, der kommt aber nicht mehr dran. Oh, dann kriegst du das Schießstiefel übrigens. Oh, auch endlich mal für dich, damit du nicht mehr umkippst. Es gibt sogar noch mehr. Ja, sogar also noch ein zweites Paar. Aber irgendwie unsere Nebencharaktere kippen ja irgendwie selten um. Habe ich mir das Gefühl. Ja, die haben auch ein deutlich besseres Geschick, da eben nicht durchzulaufen. Ja. Ich glaub, hasse Madoran, Beidotter. Die wahren Geschichte oder die wahren Helden dieser Geschichte. Das sind aber nur noch 7 Mann daneben. War das nicht am Anfang mal 11? 11? 11. Ulf. Was sind das eigentlich für Kisten, die haben? Was für Kisten meinst du jetzt direkt? Ach, das sind alles Imps hier in den Schubkarren und so. Ach so, das siehst du jetzt. Was für ein View bist du denn, wo du Kisten siehst? Naja, oder halt, naja, Räder, beladen. Ach so, der Gnome kennt wieder keine Wörter. Ich, nix, was ist, was spielen wir hier eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Aber ich überlege gerade, ob ich nicht noch irgendeinen tollen magischen Pfeil habe, den ich hier. Was haben wir hier noch? Ich habe noch 10 Explosionspfeile. Hört sich cool an. Die zwar mal. Ich treffe leider Madora wie immer, aber naja, was soll's. Also, ich glaube, diese Frau wird langsam ziemlich sauer auf uns. Meinst du? Ich will. Alter, wie viel Damage der Wolf gerade die Fressen hat, nur weil er durchs Feuer gelaufen ist. Ich glaube, 100, genau. 85. Zur Rasse der YOLO-Wölfe. Okay, der war schon ziemlich schlecht. Ich entschuldige mich. Guck mal, wo gehst du vor? Hey, steh nicht mehr im Feuer. Wuhu! Den Spruch mag ich übrigens, der ist ziemlich cool. Ja, der kann ich aber auch in Teufels Küche bringen. Dem muss ich mal sehr vorsichtig sein. So, Madora, noch einen Rundumschlag hast du wahrscheinlich nicht, nehme ich an. Leider nicht. Jetzt muss ich einkriegen, ne? Geben die Erfahrungspunkte oder was? Meine Fresse. Na, ey. War nicht geklappt. Sehr gut. Bitte aufhören. Den Frostmagier hätte ich ja gerne irgendwie vorzeitig gerne mal mit mir getötet, aber irgendwie. Oh, deine Spinne ist wieder aktiv, das ist ja ein Ding. Oder? Die war inaktiv? Ja, die war, ist doch mal umgekippt. Ach ja, sie lag ja auf dem Boden, ich erinnere mich. Was ist so eine Enttäuschung ist es schon, dass ich mich da einfach nicht dran erinnere. Mein Elementar lebt noch, gerade so. Oh, jetzt ist er verlangsamt. Ich glaube, gleich lebt er nicht mehr. Doch, er lebt noch. Wenn er noch den letzten Gegner überlebte, kommt das Vieh sogar noch vielleicht nochmal dran. Eine Runde hat er noch und seine 23 Lebenspunkte. Ja, die Wölfe werden kaum zurücklaufen, oder? Nee, die laufen mir hinterher. Durchs Feuer. Und werden da wahrscheinlich jämmerlich verrecken. Ich piek sie immer tot. Naja, ist doch irgendwie keinen Schaden, ne? Ja, der hat eine dicke Rüstung. Achso, jetzt ist beide da wieder dran. Habe ich irgendwelche coolen. Verdammte Kutte. Nia, Rüstung. Oh, Pisse. Ich könnte ja mal gucken, was. Oh ne, warte, doch nicht. Es immer Rüstung. Ja, es gibt nur günstige Ziele für mich. Und der Wolf. Und der Wolf rettet. Und. Wie war das mit der Familie der YOLO-Wolf? Und das Vieh rennt durchs Feuer. Oh, dein. Du hast auch eine YOLO-Spinne gekauft, sehe ich gerade. No. Ach so, ich weiß, warum der so viel überlegt. Der ist so verstärkt. Der hat diesen komischen Steinzauberspruch sich drauf. Das hält ja so viel aus. Jetzt, ich wundere mich schon. Was kann ich denn jetzt hier noch machen? Ich werde auf jeden Fall nicht diesen dummen Wolf da angreifen. Der brennt sowieso ab. Geil, ist sowieso, wie du übelst nackt rumläufst, ne? Aber einen schönen Vollhelm. Ein schöner Vollhelm. Ja, wie gesagt, das ist ein Bug mit der Farbe von meiner Rüstung. Die sollte eigentlich, also nach dem, was ich gegoogelt habe, sollte das Ding eigentlich andauernd die Farbe wechseln. Und so wie so ein Disco-Light sollte das sein. Nur in Rumform. Aber das funktioniert irgendwie nicht. Ich verstehe. Und scheinbar ist niemand der Meinung, er müsste diesen Bug unbedingt fixen. Weil es halt nur auf diese eine Rüstung betrifft. Mein Feuerelementar ist wieder dran! Ja! Und es hat keine Aktion. Und es hat keine Aktionspunkte, um irgendwas zu machen. Ich fahre damit jetzt durchs Feuer und das war's. Warte mal, kann ich was machen? Nein. 10, 8. Ist eh die letzte Runde, oder? Ist jetzt rund. Ich fahre 3 Meter durchs Feuer damit und dann war's das. Gut gemacht. Warum hat denn der Frostmagier gerade überhaupt nichts gemacht? Ist der K.O. oder was? Ich meine, er steht im Feuer und ist unterkühlt. Kannst du nicht sagen? Naja, ich hau ihn gleich mit beide Daumen. Die halten tatsächlich doch ein bisschen mehr aus. Ja, aber seine Verstärkung ist jetzt abgelaufen. Jetzt kannst du ihn richtig geben. Den nice. Makellosen Bezauberer. Oder vielleicht auch nicht. Was war denn das gerade? Ein Luftschlag. Ah, Kopfschraube. Das habe ich auch. Das ist voll der schlechte. Es macht einfach nur Damage und zwar Luftschaden. Das ist der Zauberspruch, den ich im ersten Abschnitt mal benutzt habe, wenn Regen war und ich meinen Blitzzauber nicht benutzen konnte. Der Zauber ist ziemlich mistig, ist glaube ich Level 3 oder so. Also er war auf jeden Fall nicht gut.
Muss ich jetzt ernsthaft diesen dummen Wolf wirklich noch selber kaputt schießen? Quatsch, der geht ja nächste Runde eh kaputt. Naja, bis jetzt ist er auch noch nicht gestorben. Machen wir es so. Gut. Oh, das war deine Spinne. Gut, dass er nochmal rangekommen ist. So, was haben wir denn hier noch? Die drei Typen. Wie war das mit lohnende Ziele? Ich habe so viele Zaubersprüche, aber ich habe irgendwie nichts, was gerade irgendwie für die Situation wie hier geeignet ist. Hm. Doch, warte mal, ich habe da hier irgendwo noch Vampirberührung. Ich sauge einfach den Typen aus, der neben mir steht. Saugen? Kriege ich wieder Lebenspunkte wieder. Oh, super, das Geräusch war ziemlich widerlich, ehrlich gesagt. Das ist eine super Fähigkeit, Vampirberührung. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob es in der Divinity-Welt überhaupt richtige Vampire gibt. Weil das, ich habe die Fähigkeit ja nur von einem Ring. So, okay, noch zwei Mann. Die sollten mittlerweile Angst haben. Das war's mit deinem Feuer, ne? Ja, gut, das wäre so. Ja, das ist ja nicht so, dass das viel gemacht hätte. Und du bist vergiftet. Beidotter kann in Theorie Entgiftung zaubern. Ja, mal gucken, nach dem Kampf machen. Wäre wahrscheinlich gar nicht brauchen. Ist das sein Ernst? Mit der Schrift über dem Kopf? Junge, ich sehe dich. Ich weiß leider bloß gar nicht, ob ich Feuerball wieder bereit habe. Leider nicht, oder? Habe ich? Ne, leider kein Feuerball. Ernsthaft? Ist zu weit geflogen, oder was? Ja. Jarp. Jarp. Ja, da kann man nichts machen. Na, könnt schon mal heilen. Genau, mit einem Kampf. Was denn? Da ist Heilung auch da. Ich bin ein Im-Kampf-Heiler, ein sogenannter Paladin. Yeah. Keinen Schaden macht. Hm. Okay, das war jetzt gerade etwas enttäuschend. Ich gebe es zu. Ah, ich kann ja nochmal schießen. Der war viel zu locker. Das war irgendwie ein bisschen übertrieben. So, wo könnte der Typ so nie verstehen? Ideen? Ich denke mal hier hinten irgendwo bei den Imps. Da in dem Dreh. Ja, ich habe bloß leider keinen richtig coolen AOE, deswegen, ich mach mal hier. Ne, da war er nicht. Gut gemacht. Warten wir ab einfach. Das hält 9 Runden oder so. Ah, da ist er noch wieder. Hat der Verstärkung? Ne, der macht einfach bloß keinen Schaden. Du bist wirklich ein Paladin. Das liegt doch primär an der Waffe. Die ist einfach nur schlecht. Hast du das nicht gerade vorhin noch als Speer des Todes bezeichnet? Der Speer des schlechten Todes? Möglich. Ich weiß es doch auch nicht. Nice, congrats, well done, PG. Die gute alte Sistak. So, dann sammeln wir deine Schneeschieflein. Hier liegt übrigens noch einer. Ich zieh die aus Protest nicht an. Aber ich sehe gerade, Beidot hat tatsächlich so schlechte Stiefel an, dass es sich ernsthaft für sich lohnt, diese Schneestiefel anzuziehen. Oder? Nee, lohnt sich nicht. Ich gebe mir die Dinger trotzdem, weil die einfach nur, weil sie Level 11 sind. Ha! 11. 11. Also Spaß. 11. Oh, ein magischer Rüstungstrank. Hier ist noch ein Pfeil der Hinderung, ein Explosionsfeil. Ja, ich sammle erstmal den ganzen anderen Mist ein hier. Welche Schneestiefel? Warum haben die hier nicht die ganzen Schneestiefel? Wahrscheinlich haben sie es deswegen auch so weit geschafft. Weiß irgendjemand, was die wert sind, die Dinger? 110 Gold, da nehme ich doch mal schnell alle mit. Für ein paar Schneestiefel. Ja, du siehst doch diesen Goldwert, die Dinger. Gibt's doch gar nicht. Wer ist denn hier 20.000 Mal hingefallen? Hallo. Ja. Yeah. Endlich erfülle ich einen meinen Part in dieser Videoreihe. Ja, ich stand hier immer schön mit meinen Stehstiefeln fest und sicher. Ich hasse dich. Dass du auch noch so drauf rumhacken musst, ist so unnötig. Ja, ich weiß nicht, ich finde aber jedes Mal lustig das Neue. Ah, jetzt haben wir auf jeden Fall genug Schuhe für deine scheiß Spinne. Jawoll. Jetzt red mit dem Typ da. Man kann mit dem Vieh nicht reden, ich würde da nur hinlaufen, um einfach mal vorbeizugucken. Hast du gerade versucht, das... Oh, warte mal, den kann man kaputt hauen? Die waren normalerweise unkaputtbar. Der geht auf jeden Fall kaputtbar. Das ist auf jeden Fall... Das ist faszinierend. Weil, wie ich schon sagte, eigentlich waren die Dinger unzerstörbar. Hat er was gedroppt? Nope. Ach. Aber ich wollte mich für all die Missetaten seiner Brüder rächen. Ja, wir sind einmal öfter... Ich habe übrigens, glaube ich, den Kontrollstab gefunden. Da ist er. War aber eine eiche Kontrollstab. Er lag in Mandoras... in Beidot das Inventar. Gut. Rechts von dem Bogenschützenbuch. Ich habe hier vorne gerade ein 7 Schalterrätsel gelöst und dadurch ist die Tür aufgegangen. Ein Schalterrätsel.
ja. Das 7 Schalterrätsel. Achso, aber wir können, das hast du sehr gut gemacht. Ich bin sehr stolz auf deine Kombinationsfähigkeiten, aber das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Wenn es ja wieder das Wind hier sind, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jesse!